Die Firma Hensel aus Lennestadt ist einer der mittlerweile 60 Arbeit 2020 Betriebe, in denen die Betriebsparteien mit den Beschäftigten die Einführung digitaler Technologien gemeinsam gestaltet haben. Auf die Veränderungen müssen die Beschäftigten vorbereitet werden. Der Dreiklang Mensch, Organisation und Technik bildet die Basis für gelungene Veränderungsprozesse. Auch der Betriebsrat muss seine Arbeit neu organisieren. Betriebsratsarbeit ist heute anders wie früher. Man kann das daran festmachen, dass sich die Arbeitswelt verändert, Maschinen ändern sich, die Bedingungen, in denen die Mitarbeiter arbeiten müssen, ändern sich. Daraufhin ist klar, dass sich die Betriebsratsarbeit auch ändert. Er muss sich mitorientieren, gedanklich mitgehen, mit der Geschäftsführung schauen, was gibt es denn für Neuerungen, Ideen entwickeln, wo er aktiv auf die Geschäftsleitung zugeht. Das ist ja komplett neue Technik, die wir hier gekriegt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schwer interessant. Hurra hat erstmal keiner geschrien. Die Skepsis ist erstmal größer als die Erwartung, sag ich mal. Ich muss wissen, woran ich drehe, worauf ich drücke. Die Anlage ist natürlich relativ teuer. Und wenn ich dann den falschen Knopf drücke, was kann dann passieren? Die Arbeit für die Lydia ist angenehmer geworden. Sie hat nicht mehr die körperliche Arbeit, die sie in ihrer Schicht bewältigen muss. Sondern mehr mit dem Kopf arbeiten, was mir persönlich viel besser gefällt, weil ich mache mich nicht mehr so kaputt. Auch wenn manche Leute sagen, um Gottes Willen, wenn man sieht, was die Maschinen den Leuten alles an Arbeitskraft ersetzt, habe ich mir nur gedacht, die haben noch nie hier gearbeitet und die können es nicht beurteilen, wie es war, alles von Hand machen zu müssen. Dosenband hat mich schwer Nerven gekostet, also die alte Anlage, weil immer mehr kaputt gegangen ist und es musste immer öfters repariert werden. Dann lief die nicht mehr so gut, weil halt mit der Zeit der ganze Verschleiß, der an solchen Anlagen dann ist, ist dann nervenaufreibend. Als Betriebsrat ist man ja schon mal stallblind in der eigenen Firma. Da braucht man schon mal von außen einen oder anderen Impuls. Mit Arbeit 2020, was durch die IG Metall gefördert wurde, war für uns der richtige Einstieg. Wir haben was gesucht und das fiel uns wie Butter aufs Brot. Und haben gesagt, genau das ist für uns richtig, das können wir benutzen, um auch die Geschäftsleitung darauf aufmerksam zu machen, wie unsere Beschäftigten die digitale Welt sehen. Wir haben erstmal die Mitarbeiter befragt, wie sehen sie ihren Arbeitsplatz gestern, heute und morgen. Und da haben wir 10% der Belegschaft fragen können, was eine sehr herausfordernde Aufgabe war. Daraus kamen dann viele Dinge, wo man sagte, Qualifikation war ja wichtig, Kommunikation, Führungsstil, all diese Dinge haben wir festgestellt und dann auch der Geschäftsleitung gegenüber geäußert. Und dann haben wir zusammen eine Zukunftsvereinbarung gemacht, wo wir gesagt haben, an diesen Dingen wollen wir arbeiten, das wollen wir auf den richtigen Weg bringen und da sind wir jetzt dran. Die Unterzeichnung der Zukunftsvereinbarung war ein erster wichtiger Schritt. Jetzt folgt die praktische Umsetzung. Das Projekt Arbeit 2020 wird diesen Prozess beteiligungsorientiert unterstützen. Auf der Agenda steht die Entwicklung von flexiblen Arbeitszeitmodellen für Fertigung und Verwaltung. Denn Hensel ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Arbeit 2020 zeigt, dass Beteiligung von Beschäftigten kein Hexenwerk und nicht kontraproduktiv ist. Im Gegenteil, durch die Zusammenarbeit der Betriebsparteien auf Augenhöhe wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen geleistet.